Wenn man es genau bedenkt, so ist ein Telefon eigentlich eine verrückte Sache. Man dreht an einer Scheibe und dann kann man mit jedem Menschen, der so einen Apparat hat, reden. Das kann sehr angenehm sein, aber auch höchst lästig. Ich kann euch verraten, dass das Telefon in dieser Geschichte höchst lästig war. Jedenfalls für den Pumuckl. Und das kam so. Wie in fast jedem Beruf, so gibt es auch für den Meister Eder Zeiten, wo er vor Arbeit nicht ein- noch aus weiß. Und dann wieder flaue Zeiten, in denen die Aufträge sozusagen nur hereintröpfeln. In so einer flauen Zeit sagte der Meister Eder: So, jetzt können wir ein bisschen aufschnaufen, Pumuckl. Momentan ist so wenig los, dass wir direkt einen Tag blau machen können. Ui, braucht man da viel Farbe? Überhaupt keine. Wieso, wenn man blau macht? Ein Tag wird ganz von allein dadurch blau, dass man nichts tut. Ah ja, so wie man vor Kälte blau wird, wenn man nichts anzieht. So ähnlich. Ja. Was meinst du? Wenn wir zwei morgen einmal in den Tierpark gingen? In den Tierpark? Ja, da gibt es Löwen und Bären und Elefanten und Seehund. Ui, ein Seehund will ich ja gerne einmal sehen, weil er so gut sehen kann wahrscheinlich. Aber weißt du, wenn der Löwe sehr groß ist, dann ist er vielleicht sehr gefräßig und dann hält er mich vielleicht für eine Nachspeise. Nein, da brauchst du keine Angst haben. Erstens bist du ja unsichtbar. Ja. Weil außer mir noch andere Leute da sind und zweitens sind die gefährlichen Tiere alle hinterm Gitter oder es ist ein Wassergraben dazwischen. Da kann dir nichts passieren. Aber es sind auch noch Rehe da. Rehe? Ui, alle Kobolde lieben Rehe. Und Hasen. Hasen, ui, alle Kobolde streicheln gerne Hasen. Und Giraffen. Giraffen. Ja, alle Kobolde. Also ich weiß zwar nicht, was Kobolde mit Giraffen tun, aber es wird mir schon gefallen. Sind das auch so kleine Tiere, so kleine Affen? Ja, lieb sind sie schon, aber so groß, dass sie leicht die Geranien vom Fensterbrett im ersten Stock fressen können. Da wir staunen. Ja, und die Leute im ersten Stock, die staunen nicht, wenn ihre Geranien gefressen werden, oder? Im Tierpark gibt's gar keinen ersten Stock. Wieso? Wieso nicht? Da werden die Giraffen aber sehr traurig sein, weil da haben sie ja keine Blumen im ersten Stock. Die kriegen doch gefressen im Stall. Nein, Pumuckl, es wird wirklich Zeit, dass ich mit dir einmal in den Tierpark gehe. Ja, da wollen wir aber ganz schnell hingehen. Ja, komm gleich auf der Stelle. Nein, wart. Heute ist schon zu spät. Wir gehen morgen Vormittag und dann nehmen wir uns was zum Essen mit und bleiben so lange dort, bis wir alles gesehen haben. Ja, bis wir alles gesehen haben. Ja. Die Löwen und die Bären und die Elefanten und die Hasen und die Rehe und die Giraffen. Und die Affen und die Papageien und die Zebras und überhaupt alles. Ja, und alles. 1.379 Tiere. Ja, das wird der blaueste von allen blauen Tagen, die es gibt. Du, an das dumme Telefon, da gehen wir jetzt nicht mehr. Höchstens, wenn vielleicht ein Löwe anruft. Morgen gehe ich nicht ans Telefon, aber heute schon noch. Ja, hier, Eder. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. Grüß Gott, hier ist Professor Bergmeier. Gut, dass ich Sie erreiche. Grüß Gott, Herr Professor. Herr Eder, ich verreise übermorgen für 2 Monate und da habe ich mir gedacht, ob Sie mir nicht in meiner Abwesenheit mein Arbeitszimmer neu einrichten könnten. Ja, neu. Eine Schrankwand und ringsum Regale. Ein Regal? Ja, und einen Schreibtisch bräuchte ich. Aha, ja, freilich, das geht schon. Bloß eins, Herr Eder, wir müssten uns morgen Nachmittag zusammensetzen und das Ganze ein wenig aufzeichnen. Ja, also gerade morgen geht's nicht. Übermorgen? Leider nein, ich reise übermorgen. Oh mei, naja, dann muss ich's halt so einrichten. Ist ja wunderbar, Herr Eder, meine Adresse wissen Sie ja, ja? Ja, freilich, wenn Sie mir bloß noch Ihre Telefonnummer geben, falls irgendwas los ist. 36191. 36191. Dankeschön. Also dann, bis morgen, Herr Professor. Ich freue mich sehr, dass das klappt, Herr Eder. Ganz meinerseits, Herr Professor. Auf Wiederschauen also. Auf Wiederschauen, Herr Eder. Dankeschön. Bitte sehr. Hat jetzt da mein Ohr recht gehört oder hat es falsch gehört? Du kannst doch morgen gar nicht zu einem Professor gehen. Mei, Pumuckl, jetzt müssen wir heute unseren Ausflug in den Tierpark verschieben. Wieso? Das ist nämlich ein schöner Auftrag.
Eine ganze Bücherwand. Aber du hast mir versprochen, dass wir morgen Übermorgen auch noch. Nein, das geht übermorgen nicht, weil ich mich doch auf morgen so gefreut habe. Ja, dann freust dich halt auf übermorgen. Nein, da freue ich mich überhaupt nicht. Das ist viel zu lange. Viel zu lange. So lange kann man sich gar nicht hinfreuen. Schau, Pumuckl, ja. Der Tierpark läuft uns ja nicht davon. Aber doch, der doch. Auftrag... Nein, der Tierpark läuft schon davon. Alle Tiere laufen einfach davon. Alle Rehe, alle Hasen, alle Giraffen, alle Löwen, die alle Elefanten, alle Bären. Die bleiben schön da das ganze Jahr. Also, jetzt sei vernünftig. Du hast gesagt, dass morgen ein blauer Tag ist und jetzt ist bloß ein... Jetzt ist bloß ein grauer Tag. Pumuckl, die Arbeit geht vor. Ja, immer geht alles vor. Die Arbeit, der Professor, das Telefon. Und nur der arme Pumuckl, der geht immer nach. Immer geht er nach. Pumuckl, es tut mir leid. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Aber ich kann... Ich weiß was. Soll ich dir sagen, was ich weiß? Na ja, sag's halt. Also, du hast doch in das Telefon hineingesagt, geben Sie mir Ihre Telefonnummer, falls irgendwas los ist. Hast du doch hineingesagt. Ja, also, es ist nämlich irgendwas los. Der Tierpark ist los und du rufst den Professor an und du sagst ihm, der Tierpark ist los. Pumuckl, wie oft muss ich dir noch erklären, dass der Auftrag wichtig für mich ist? Und wie oft muss ich dir erklären, dass der Tierpark viel wichtiger jetzt für mich ist? Jetzt gibt's da Rot zum Kuckuck noch einmal. Ja, auch ein Kuckuck gibt es im Tierpark. Daraufhin setzte sich der Pumuckl höchst beleidigt in seine Schaukel. Und da er beim Schaukeln besonders gut denken kann, kamen ihm so einige Gedanken, die er für sehr schlau hielt. Zum Beispiel diese. Ich bin für alle Menschen unsichtbar, aber nicht unhörbar. Und wenn man mich also hören kann, dann kann mich auch der Professor hören. Und wenn der Meister Eder den Professor nicht antelefonieren will, dann kann vielleicht ich, könnte ja vielleicht... Der Pumuckl schaukelte vor Aufregung so wild hin und her, dass sich die Schaukel fast überschlug. Der Meister Eder merkte das wohl, aber er hielt es für Zorn und sagte deshalb: Pumuckl, jetzt beruhige dich wieder. Das zornige Geschaukeln nützt gar nichts. Oh doch, das nützt schon was. Ich bin nämlich schon gar nicht mehr so zornig. So? Ja, ich denke nämlich über Telefone nach. Man dreht an der Scheibe und... An der Scheibe dreht man doch, oder? Gell? Lass dir ja nicht einfallen, dass du da dran drehst. Aber wenn man dreht, dann hört man doch eine Stimme, oder? Dazu muss man schon die richtige Nummer wissen. Und das kannst du nicht. Und drum lass ja die Finger davon. Ja, ja. Ich hab ja auch nur gefragt. Daraufhin schaukelte der Pumuckl etwas weniger heftig und der Meister Eder hielt die Angelegenheit für erledigt. Ja, er vergaß das Gespräch übers Telefon sogar und ging eine Stunde später weg, um etwas für das Mittagessen einzukaufen. Der Pumuckl aber hatte keineswegs aufgehört, über das Telefon nachzudenken. Wenn er richtig nachdachte, wo eigentlich alle Handgriffe ganz genau, die der Meister Eder beim Telefonieren tut. Nur das mit dem Zahlenlesen machte ihm etwas Kopfzerbrechen. Als der Meister Eder nun gegangen war, hüpfte der Pumuckl auf das kleine Abstellbrett, auf dem das Telefon stand. Da lag noch der Zettel, auf dem der Meister Eder die Telefonnummer des Professors notiert hatte. 36191. Ein komisches Krixelkraxel. Und einmal Ringelschwänzchen nach oben und einmal Ringelschwänzchen nach unten. Und einmal zwei halbe Bäuche übereinander und einmal ein Auf- und Abstrich. Zweimal ein Auf- und Abstrich. Die Zwei-Bauchzahl ist auch da unter der Telefonscheibe. Und eine Schwänzchen-nach-oben-Zahl ist auch da. Und jetzt kommt die Auf- und Abstrich-Zahl. Also Pumuckl, sei schlau. Erst jetzt mal das Hörding wegnehmen. Ui, tut, eine schöne Musik. Schön, tut. Ein bisschen langweilig ist es vielleicht auch. Ja, und jetzt die Scheibe drehen, so wo solche Kringelsachenzahlen drauf sind. So. Oh, Klabaut, das steht mir bei. Euer Nachfahre muss Zahlen nachfahren. Und weiß gar nicht, welche Zahl er als erster abfahren lassen soll. Wenn ich das Papier jetzt so hinlege, dann ist da oben. Und das, also wenn ich so hinschaue, ist das da unten
Vielleicht ist es ganz egal. Ich fange einfach mit der einfachsten Zahl an, mit der auf Abstrichzahl. Tut. Jetzt hört's auf. Jetzt gleich nochmal auf Abstrichzahl, weil es nämlich so leicht geht. Ja. Und jetzt eine schwerere Zahl. Hier, die da unten. So. Beim nächsten Ton ist es 12:10:10. Beim nächsten Ton ist es 12:10:10. Beim nächsten Ton ist es. Beim nächsten Ton ist es 12:10:10. Wie bitte? Hallo? Hallo? Ich will überhaupt keinen nächsten Ton. Ich brauche keine Töne. Nein, ich will nämlich in den Tierpark gehen. Nein, nicht in Sekunden. Morgen. Hallo? Hören Sie doch mit dieser dummen Uhr auf. Also hören Sie doch mal zu, sonst höre ich einfach auch nicht mehr zu. Nein, ich will keinen Ton mehr. Also, ich glaube nicht, dass das der Professor war. Das war vielleicht einfach ein Papagei. Ja, dann war das vielleicht doch aus dem Tierpark. Dann weiß das Telefon vielleicht, was man denkt. Und wenn man dreht, dann kommt das, was man gedacht hat. Ja, ich muss doch mal drehen. Und dabei nicht Tierpark, sondern Professor denken. Also jetzt noch einmal. Professor, Doppelbauchzahl, auf Absprichzahl. Professor Ringelschwänzchen, so herum. Professor Ringelschwänzchen, so herum. Jetzt habe ich immer Professor gedacht. Also jetzt werde ich ihm sagen, Hallo? 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 Halli, hallo? Wer ist bitte da? Da ist der... Meister Eder, jawohl, ich muss Ihnen leider für morgen absagen. Das heißt, den Herrn Professor muss ich absagen. Welchen Professor? Ich glaube, Sie sind falsch verbunden. Nein, ich bin überhaupt nicht falsch verbunden. Ich habe mich nicht in den Finger geschnitten und auch ist nichts an mir verbunden. Ich will nur morgen in den Tierpark gehen. Ach, da ist wohl ein Kind am Apparat. Du bist wirklich falsch verbunden, Kleiner. Du musst noch mal wählen. Nein, ich hab doch schon gewählt. Hallo, ich hab doch so fest Professor gedacht. Hallo! Das ist aber dummes Telefon. Du verwechselst einfach alles. Den Tierpark mit dem Professor und den Professor mit der Frau. Hallo, und was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich noch mal nachdenken. Der Pumuckl war recht ratlos. Das mit den Zahlen war doch sehr viel schwieriger, als er es sich gedacht hatte. Er legte den Hörer auf die Gabel und betrachtete das Telefon von allen Seiten, als wäre es ein böswilliges Tier. Doch während er seinen Kopf ungeheuer anstrengte, kam ihm ein Zufall zu Hilfe. Das Telefon klingelte ganz von allein. Oh, das Telefon klingelt. Vielleicht klingelt es, weil ich geschimpft habe. Ob es mich vielleicht wieder schimpft oder ob es vielleicht von allein den Professor geholt hat, weil ich doch so fest Professor gedacht habe. Ich kann ja mal in das Hörding hineinhören. Nur ein bisschen. Hallo? Hallo? Ist jemand dort? Ja, ist schon jemand... Hier ist Professor Bergmeier. Oh, das ist fein. Das ist also ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das ist. Ja, ich weiß nicht. Bin ich denn richtig verbunden? Ja, ganz sicher sind Sie das. Sie werden auch bestimmt bald wieder gesund. Ich wollte Herrn Eder sprechen. Herr Eder ist nicht da, weil er überhaupt keine Zeit hat. Auch morgen hat er keine Zeit und auch übermorgen hat er keine Zeit. Wir hatten uns für morgen Mittag verabredet. Könnten Sie Herrn Eder ausrichten, dass er eine Stunde später kommen möchte? Nein, Herr Eder möchte bestimmt keine Stunde später kommen. Er möchte nämlich, eigentlich möchte er überhaupt nicht kommen. Aber hören Sie mal, schließlich hat Herr Eder zugesagt. Und jetzt sagt er ab. Vorbei, aus, Schluss, Ende. Was haben Sie eigentlich für eine Art, mit mir zu sprechen? Als alter Kunde kann man ja wohl erwarten, dass man mit größerer Liebenswürdigkeit behandelt wird.
Aber bitte schön, es gibt noch mehrere Schreiner. Ich kann mich auch an einen anderen wenden, wenn Ihnen das lieber ist. Richten Sie das Herrn Eder aus. Ich bin sehr verwundert. Also ich bin sehr verwundert. Aber bitte schön, es gibt ja auch noch mehrere Professoren weg ist er. Der ist weg. Der ist weg und wir gehen in den Tierpark. Wir sind weg und er ist weg. Der Pumuckl hüpfte und tanzte in der Werkstatt herum und freute sich so, dass er darüber ganz vergaß, dass der Meister Eder ihm ja verboten hatte, an das Telefon zu gehen. Als der Meister Eder zurückkam, schrie ihm der Kobold gleich entgegen. Wir können doch in den Tierpark gehen. Der liebe Professor wendet sich. Der wendet sich an einen anderen Schreiner. Geh weg, keinen Unsinn. Das ist kein Unsinn, das hat er selber zu mir gesagt. Zu dir? Ja, zu mir. Er kann dich ja doch gar nicht sehen. Am Telefon sieht niemand jemand, das müsstest hast du wissen. Hast du mit dem Professor telefoniert? Ja. Ja, um Himmels Willen. Ja, was hast du denn gesagt? Ich hab bloß gesagt, dass es fein ist, dass er anruft. Und dann hast du bestimmt gesagt, dass du in den Tierpark gehen willst. Nein, ich habe ihm überhaupt nichts von dem Tierpark gesagt. Ich habe bloß gesagt... Was? Ich habe bloß gesagt, dass du morgen nicht kommen wirst. Ich wäre verrückt. Ach, da muss ich sofort anrufen. Nein, nicht anrufen. Bitte nicht anrufen. Geh weg da vom Telefon. Wo ist denn die Nummer von... Die Christel-Kassel-Ringel-Schwänzchen-Nummer, die gehören gar nicht dem Professor, sondern die gehören einem Zeitpapagei vom Tierpark und einer Hallo-Dame. Jawohl. Sag mal, hast du am Ende vielleicht öfters... Also, das ist ja der Gipfel. Nein, ich hab bloß... Was hast du? Ich hab fast gar nichts getan. Ich habe nur getan... Was rede ich denn lang? Ich muss sofort anrufen. Und was dann mit dir passiert, das sehen wir dann schon. So, die Nummer 36 191. Professor. Da ist niemand daheim. Ja, was mache ich denn nur? Ja, aber wenn niemand da ist, dann passiert mir auch gar nichts. Wenn mir der Auftrag durch die Lappen geht, dann sind wir ein paar tausend Mark Germerpumuckl. Ein ganzes Herrenzimmer nach Maß. Einmal wieder eine größere Sache, nicht alle bei das Pamperlzeug. Ich habe mich eigentlich recht darüber gefreut gehabt, Pumuckl. Muss so ein alter Mann wie ich einen Kobold haben. Der hat mir alles versaut. Nein, der mit dir doch so gerne in den Tierpark gehen würde. Wenn du mir jetzt nicht mit dem Tierpark aufhörst, hab ich davon reden müssen. Grüß Gott, Herr Eder. Die Eckerl, die Frau Eichinger. Ich komme bloß deswegen, weil ich morgen und übermorgen Zeit habe und weil ich mir gedacht habe, dass wir doch stöbern könnten. Stöbern? Ja, Sie haben doch neulich gesagt, dass jetzt bei Ihnen eine ruhige Zeit ist und dass es vielleicht jetzt passt. Das passt prima. Stöbern wir morgen und übermorgen. Ja, ist gut, Herr Eder. Ja. Bis morgen dann. Auf Wiederschauen. Ja, Wiederschauen, Frau Eichinger. Stöbern! Du willst, dass morgen der ganze schöne Staub, die schönen Hobelspäne und die schönen Sachen alle durcheinander gemacht werden. Ja. Und keine schöne Giraffe und kein schönes Reh und kein schöner Hase und kein schöner Elefant. Nicht und kein nur schöner morgen, Löwe sondern auch übermorgen. Aber du hast doch gesagt, dass du, also wenn du morgen zum Professor gehst, dass du dann wenigstens übermorgen mit mir... Ja, das habe ich gesagt. Ja, das hast du gesagt. Aber ich habe auch gesagt, dass du nicht ans Telefon gehen sollst, oder? Und jetzt wird eben gestöbert, statt in den Tierpark gegangen. Das hast du davon. Und jetzt ist überhaupt kein Tierpark? Nein, vorbei, aus. Oh, vorbei, aus. Oh, vorbei, aus. Dem Pumuckl kullerte eine dicke Träne über die Backe. Der Meister Eder aber nahm seinen Mantel und ging Luft schnappen. Er überlegte, ob es nicht am besten sei, persönlich bei dem Professor vorzusprechen, um das alles wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht, wenn er gegen Abend zu Hause ist. Aber auch der wütende Professor, der nur kurz weggegangen war, überlegte, dass es doch vielleicht gescheiter wäre, mit dem Meister Eder nochmals selbst zu sprechen. So viele gute Schreiner gab es eben doch auch wieder nicht. So kam es, dass das Telefon wieder klingelte, als der Pumuckl allein in der Werkstatt neben dem Telefon hockte
und seinerseits auch einiges hin und her überlegte. Hör auf zu klingeln! Der Pumuckl darf nicht telefonieren. Der Pumuckl macht lauter falsche Sachen. Du sollst aufhören, habe ich gesagt. Ich halte mir beide Ohren zu. Hier, das siehst du doch. Hier, so. Also wenn du nicht aufhörst, dann gebe ich dir einen Stips. Jawohl, ich will dich nie mehr hören, nie mehr. Wie bitte? Was? Ach, du folgst nicht. Wo ich doch auch folgen muss. Na warte. Das hast du für deine Klingelei. Herr Eder, hier Professor Bergmeier. Hallo. Ist dort Herr Eder? Nein, ich darf nicht mehr telefonieren. Sonst darf ich nie mehr in den Tierpark. Und der Meister Eder ist dort zornig, weil Auftrag ist weg. Ach, dann habe ich vorhin wohl mit einem Kind gesprochen. Ja, natürlich. Nein, nicht mit einem Kind, sondern mit dem Pumuckl. Mit dem Pumuckl! Und ich telefoniere auch gar nicht mehr mit Ihnen, weil ich nicht darf. Nur, bitte kann der Meister Eder nicht morgen vielleicht eine Stunde später kommen? Sonst sind wir nämlich ein paar tausend Mark ärmer und dann müssen wir nämlich stöbern. Also doch ein Kind. Sag mal, Kleiner, ist dein Opa da? Sicher bist du doch wohl sein Enkel, oder? Sein Engelchen? Ich? Ja. Sag ihm, wenn er wieder da ist, dass er mich anrufen soll. Ich bin wieder zu Hause. Ja, und dass ihr nicht ein paar tausend Mark ärmer werdet, ja. Nicht? Oh! Und ob ich das sage? Ist ja wunderbar. Ja. Hallo? Was gibt's denn? Nein. Bist du wieder am Telefon? Nein, ich bin nicht am Telefon. Der Professor ist am Telefon. Du musst Möbel machen und alles ist gut. Um Himmels Willen. Ja, hat der Professor mir gesagt? Hey, lass mich ans Telefon. Hier ist Eder. Herr Professor, entschuldigen Sie bitte. Ich habe natürlich morgen Zeit. Ist ja wunderbar. So was Drolliges habe ich ja noch nie erlebt, wie Ihr Enkelchen. Haben Sie von der Sorte noch mehrere? Der eine genügt mir vollkommen. Ja, wissen Sie was, bringen Sie ihn doch morgen mit. Nein, Herr Professor, das tue ich Ihnen lieber nicht an. Dieser Satz kam dem Meister Eder so aus dem Herzen, dass der Professor nicht auf diesem Wunsch bestand. So war also alles wieder eingerenkt. Nur die Stöberei wurde nicht mehr abgesagt. Und somit rückte der Tierparkbesuch nicht nur von morgen auf übermorgen, sondern auf überübermorgen. Nun, ein bisschen Strafe muss ja wohl sein. Der Pumuckl hat auch versprochen, nie mehr ans Telefon zu gehen. Und zwar ganz fest. Nie mehr! Großes Klabauter-Ehrenwort! Großes Klabauter!